Herzlich willkommen zurück zu Cloudpunk. Wir waren jetzt am letzten Mal in unserer Wohnung und haben eigentlich jetzt, ja gut, die Sammelquest bekommen. Und jetzt steht natürlich noch aus, so, wir müssen natürlich hier wieder zurück, zum Verkäufer zu gehen, nochmal eben ein bisschen Plastik zu verkaufen. What you looking for? Whatever it is, I got it. Oh, eine Handtasche und eine schwarze Sonnenbrille. Cool, aber wo ist die Sonne? Ja, genau. So, Kühlflüssigkeit. Weiß ich nicht, ob wir die verkaufen sollten. Das, da steht verkauft das und da steht auch verkauft das. Von daher den Rest behalten wir erstmal. Thanks. Hey, come back anytime, lady. Machen wir. Denn wer weiß, vielleicht müssen wir die Sachen ja irgendwie auch noch sammeln für andere. Hier steht auch noch jemand rum, mit dem man sich unterhalten kann. Vielleicht also noch eine Sammelquest. Wer weiß, wer weiß, wer weiß. So, da gibt es nur Nudeln und so weiter. Hauptsektbeamter, da dürfen wir nicht rein. Aber wo kommt man denn hin, wenn man jetzt hier außen rum geht? Gar nicht, okay. Gut, dann halt nicht. Dann machen wir das auch nicht. Dann geht's zurück zum Auto und dann ist jetzt die Frage, was machen wir mit dem tickenden Paket? Rebellieren wir oder nicht? Ich bin ja dafür, das Paket abzuliefern. So wie es sich gehört. Kann man in die Gasse reingehen? Ne, hier ist keine Gasse. Dort ist keine Gasse, sie bilden es sich nur ein. Gut, dann rein ins Fahrzeug. Da würde ich sagen, ja, komm, wir bringen das Paket zum Metro Hub. Wir sind jung, wir brauchen das Geld. Glenn Bow wäre hier noch zum Unterhalten, aber ich wüsste jetzt nicht, wie wir da hinkommen. Zu Fuß? Der ist halt auf der anderen Seite und wir durften ja nicht in diesen gesperrten Bereich rein. Ja, der ist auch komplett abgeriegelt. Keine Ahnung. Kommt vielleicht später noch die Möglichkeit. Und ja, die roten Spuren haben wir ja mittlerweile auch. Müllrutsche oder Metro? Wahrscheinlich ist es eine Bombe. Aber wie gesagt, wir sind jung, wir brauchen das Geld. Wir lassen es jetzt einfach mal reinfallen. Oder was ist reinfallen? Nicht reinfallen. Nicht in den Metro Hub. Nicht in die Müllrutsche werfen, sondern zum Metro Hub bringen. So sieht es nämlich aus. Ui. So sieht das nämlich aus. Deswegen fahren wir jetzt hier geradeaus durch. Unseren coolen roten Rennstreifen hier. Oh, wir könnten nochmal eben tanken. Wenn wir jetzt hier gerade an der Tankstelle vorbeikommen, ist das vielleicht keine so schlechte Idee. Ah. Tanken. Wahrscheinlich können wir das jetzt nur da, wo das Symbol ist. Eieiei. So. Treibstoff. Man kann abbrechen. Da sieht man jetzt so richtig schön, wie das Geld runtergeht. Der Tank sich füllt. Okay, geht aber. Sogar eine Steamerungenschaft fürs Tanken. Fantastisch. Also für Achievement Hunter ist das Spiel auch, sind glaube ich 79 Errungenschaften, die man hier insgesamt bekommen kann. Und wenn ich so sehe, dass man jetzt ja doch Entscheidungsmöglichkeiten hat, dann muss man das wahrscheinlich auch häufiger spielen. Um da auch alles zu bekommen, für die, die sowas sammeln. Aber ist eigentlich ganz nett, dann hat man hier auch nochmal einen höheren Wiederspielwert. Oder ihr könnt das Spiel halt auch nochmal spielen und euch dann jeweils anders entscheiden. So, da haben wir hier den Parkplatz. Aber oben. Ja, da muss man immer ein bisschen aufpassen.
So. Der zieht aber noch so ein bisschen nach. Der bleibt nicht unbedingt stehen. So. Drehen. Drehen. Und jetzt kommen wir hier nach links. Fahrzeug parken. Das sieht ja auch wieder sehr schön aus hier. Okay, erstmal gucken wir, was hier noch rumliegt. Lochkarte. Also ich glaube, diese weißen Dinger sind immer Lochkarten. Wir haben jetzt schon 8 von 20 gefunden. Das geht eigentlich. Das ist ja tatsächlich mal eine Sammelquest, die man sich noch überlegen könnte zu machen. So, Ladung ablegen. I guess it was nothing. We did our job, Camus. We shouldn't ask so many questions. Gleich. Boom. I am not sure. So, you want to say something? If it is okay? Sure. Is this a job good? It pays good. Are we doing good things? No more questions, please, Camus. Okay. Umschaff, die es jetzt gab, heißt zwei verschiedene Pfade. Und auch hier gucken wir uns natürlich erstmal wieder um. Ja, da ist auch nochmal wieder was zum Einsammeln. Sammeln ist gut. Und da steht auch noch ein jemand rum. Control ruft erstmal wieder an. Driver 14FC, this is Control. Is there anything you want to tell me about that last job? No, nothing. All right, well, I'm just glad it went okay. For your next delivery, please proceed to the following nav point to collect a package at Life Corp Industries. You'll need to find a way up to the roof of the building. Our client didn't leave us an access code, but, well, you're a smart kid. You'll think of something. Control out. Ja, ja, uns fällt schon was ein, okay. Molly. Are you Kelsen? No, sorry. Please do not be shy. We talked about this in the chat room. We cannot begin until you confirm your identity. We agreed on Kelsen for you. I am Molly. I'm not Kelsen. My name is Rania. Oh, I see. I am sorry too. Damn it, I cannot take any more of these time wasters. I hate to be made to wait. Even worse when it is in the rain. At least your clothes are kind of waterproof. They're made of... Latex, yes. And I suppose that is a small mercy. How do you survive this weather? You're soaked. I'm a delivery driver, so I'm mostly in my Hava. Yes, of course. You like your work? I'm still deciding. You? It is honest work. I make people happy. Are you... A sex worker? Yes, a dominatrix. My mother said one day I would find something I was good at. This is it. Okay. You have something else to say? Spit it out then. I have nothing else to do, it would seem. I know you are curious. Does it feel bad hurting people? Even if they want it? No, not at all. I am helping them. You really believe that? I know it. They thank me. With words, and with huge handfuls of money. Has it ever gone wrong with a client? No. Seriously? You've never hurt someone more than they wanted? It's all done with augments now. If I crack a whip, it's just for show. Ropes and chains are ornamentals. The augments bind them, hold them down, cause them pain. That way, no one is ever hurt worse than they want to be. I guess that's better. It is. Well, Molly, I hope you get another client soon and get out of the rain. I shall. Business is good. Run along and get yourself dried off. We all wear a uniform to work, whether we think we do or not. No need for it to be waterlogged. Ja, dann haben wir dich auch gefunden. Interessant.
von da sind wir, glaube ich, gekommen. Dann können wir nochmal hier hinten schauen. Da ging es ja, glaube ich, auch noch weiter. Also das Entdecken wird hier doch schön gefördert. Das gefällt mir. Mal gucken, wo dieser Weg hier noch hinführt. Könnt natürlich auch auf die Karte gucken. Aber nö. Da hinten ist auf jeden Fall noch eine Lochkarte. Dann hat sich das ja auch schon mal gelohnt. Ist noch mal Elektronik. Bin auch gespannt, wie wir dann gleich dann oder nachher aufs Dach kommen sollen. So, da ist die Lochkarte. Dann haben wir schon fast die Hälfte zusammen. Es gibt tatsächlich Mülleimer, sowas. So, wenn wir Glück haben, ist das hier ein Rundweg. Da ist nochmal ein Händler. Aber den brauchen wir jetzt eigentlich erstmal nicht. Was ist das? Food Mood. Aber gerade nicht besetzt. Okay, und da kommen wir wieder zurück zum Parkplatz. Sehr schön. Dann holen wir als nächstes die Ladung ab bei LifeCorp. LifeCorp Industries. Wird uns ein Vergnügen sein, denke ich. Ist das hier überhaupt unser Parkplatz? Das ist gar nicht der Parkplatz. Ah, hier stehe ich gar nicht. Muss ich... Ja, ich hoffe, ich muss den Weg jetzt nicht nochmal komplett zurücklaufen, aber es sieht ganz gut aus. Ja, genau. Das kommt mir hier bekannt vor. Perfekt. Dann steigen wir ein. Und schauen mal, dass wir hier... jetzt hinkommen. Hier rechts abbiegen. Ich finde es auch ganz lustig, dass man hier so ein bisschen frei fliegen kann. Ich hatte in der letzten Folge in das Gespräch mal ausprobiert, wie weit nach oben und wie weit nach unten man kommen kann. Also das ist natürlich dann schon irgendwie festgelegt durch unsichtbare Mauern quasi. Aber so mit dem Hover hier rumzukurven, das macht schon Spaß. Das hat echt was. Also das müssen wir dann nur irgendwie links rüber. Ja. Hier nicht, würde ich sagen. Hier sind wir irgendwie schon mal, kommen wir irgendwie nicht dichter dran. Jetzt müssen wir doch nochmal gucken, ob wir auf der Karte was sehen. Tatsächlich dann auch weiter. Wir müssen... Wo müssen wir denn hin? Einmal rausgezoomt. Da müssen wir hin. Okay, das heißt jetzt hier geradeaus und dann rechts und wieder rechts. So, wir fahren über die Schienen. So, rechts und dann wieder rechts. Ne? Da müssten wir eigentlich... hier so wieder reinkommen. Das sieht doch ganz gut aus. Ein bisschen tiefer. So, und hier haben wir einen Parkplatz. Den gönnen wir uns doch mal, würde ich sagen. Ja, das ist unser Parkplatz hier. Zack. Das war schon fast elegant. Und da sind wir auch schon. So, mal gucken. Aber hier waren wir doch schon mal, oder? Waren wir hier nicht schon? Da ist ein Angestellter, mit dem können wir quatschen. I'm here to collect. Sign here, please. You'll find the package on the roof through the hotel entry to your right. The access code is B965E. And don't talk to the package. Don't what? You'll see what I mean. It won't shut up. It's going to Avalon Heights. They're expecting you. Ach, ich habe jetzt gerade den Code mitgeschrieben, aber der wird einem da schon angezeigt. Okay, gut, jetzt sind wir also wieder hier. This is control. Just
checking that you made that delivery? I'm on it. Checking up on me? No, we're just... What was that? I don't know, driver. The city AI acting up again? Relocating a district, maybe? Mm-hmm. No, this felt like an explosion. Yeah, you're right. I'm getting reports over the wire right now. It was an explosion. Control, was it at the Metro Hub? No, well, it was in that district, but it was in the bay. In the delivery bay? Yes. Control, did I just... Unrelated. What? Your delivery was unrelated to the explosion. But I... Authorizing a bonus payment for driver 14FC, transferring additional funds now. Why am I being given more money? Control? Driver 14FC, we are not authorized to discuss previous jobs. That's in the rules. I thought they were guidelines, not rules. Please complete your outstanding contract at Life Corp Industries. Control out. Control? Control! Camus, are you on comm? What happened? I am nervous. That was a big boom. My windows got shaky. Did we do that? No. We didn't do anything wrong. Okay. Okay, ja, dann ist alles gut. Ja, also werden wir, wie erwartet, da eine Bombe platziert haben. Und wir werden mal gucken, was uns hier erwartet. B965E. Jawohl. Da sind wir schon. Hier soll irgendwo das Paket sein. Aufzug reparieren. Benötigt Kühlmittel. Ja, haben wir. Okay, dafür brauchen wir also Kühlmittel. Interessant. Das Paket ist weiter unten, aber wir fahren jetzt trotzdem mal nach oben, weil da sind Leute mit, oder da ist wieder eine, mit der wir sprechen können. Nämlich mit, nee, das ist ein Verkäufer, mit Christy Hex. Have you seen my little one? She must be here somewhere. Little one? My white snapper, my little mouse. Have you seen her? No, sorry. Little snapper, okay, mal gucken. Finden wir hier was? Das nehmen wir erstmal mit. Der Fischer. Beliebtes Magazin im Marrow. Hier steht, dass sie früher riesige, leuchtend grüne Fische in der Bucht gefangen haben, bevor Corpsec anfing, tausende Limbs für eine Genehmigung zu verlangen. Okay, da kommt man auch wieder irgendwo hin. Ah, aber wir müssen erstmal das Paket einsammeln, würde ich sagen. Dann kann man nochmal gucken, ob wir uns hier noch weiter umschauen. Was ist hier? Auch nicht so genau. So, wo ist jetzt mein Fahrstuhl gewesen? Ich dachte, war hier der Fahrstuhl. Da ist der Fahrstuhl. Okay. Das bedeutet also das lila Ding. Ist hier Fallschaden? Nein. Man kann nicht runtergehen. So, ist das hier das Paket? Ja. Ja, und wie angekündigt, die Box spricht mit uns. Na gut, dann wieder zurück zum Auto. Auto, 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 Auto. Achso, wir müssen noch einmal runter. Genau. Perfekt. So, und dann kommen wir hier zurück zum Auto. Ich hoffe, wir kommen jetzt durch die Polizeisperre dadurch. Das wäre sonst ganz böse. Okay, aber kein Problem. Kann man hier eigentlich noch sein Auto rufen? Nee, man muss tatsächlich immer zum Parkplatz, wo man geparkt hat, wieder zurück.
So. Hello. Can you hear me? I can hear you, Box. How are you today? Camus, we're not supposed to talk to the Box. I completely understand. Are you an android too, Camus? Fine. You can answer him, Camus. I am an automata. I am a dog. Or a car. I am a dog car. How strange. Hey, fella, you're a box. I am in a box. My name is William. What are you if you're not a box? I told you, I am William. But what are you? I was a sous chef in Little China, but not anymore. I'm moving up in the world. In a way, that makes me sad, too. How come? Because I won't be able to talk to little people like you anymore. That will be a shame. But it will all be worth it. Avalon Heights. I can't wait. What will you do up there? I don't know yet. It's exciting. Maybe I'll be working as a personal assistant to some pop star. Or maybe even a CEO. Perhaps I'll be an executive at one of those big corps. Hiring and firing. I would love to fire a human one day. Oh, no offense, driver. None taken. Aber wir werden nicht gefeuert. Mysteriös, also eine Androidenbox, die wir da haben. What's it like being a driver? I love to hear about poor people. Now that I will be rich, I might even be an organizer for charity dinners. You won't be invited, of course, but I would talk about you. Thanks. And I've only been a driver for a little while. I was a musician. Perhaps I shall be a musician. Of course, I will be too rich and too busy to learn to play. But I might get some augments so that I can perform. Maybe the saxophone. Uh-huh. Rania lost her home and we were evicted, Box. I mean, William, we had to move to the city. Why? Debt corps. Oh yes, they can be very unpleasant, I have heard. She had to sell my body for money too. A circumstance with which I am familiar. I sold my body also. You see, a chef's android body is worth a lot these days. My body was the only part of me worth anything. Now I'm just a head and a dream. Can we open the box to see him? I want to see the head. No, we're not allowed to open the packages. We're not supposed to speak to them either. I am sad. You'll get over it. Yes, doggy. Don't worry. One day you'll have a lovely body like mine. What will your new body be like? Oh, I'm sure it will be something good. I traded my old body, my apartment, and all my savings for this place in the Spire. Surely they have the best android frames there, too. So, ich bin hier einfach nochmal ein bisschen abgebogen, weil wir hier einfach auch nochmal ein paar Lochkarten haben. Und wenn wir da schon mal dran vorbeikommen, dann sollten wir sie natürlich auch mitnehmen. Finde ich. So, haben wir die jetzt hier abgefrühstückt? Nee, da vorne kommt gleich noch einer. Weil wir jetzt ja schon so viele von den Dingern haben, denke ich mir, dann sammeln wir die jetzt auch einfach mal ein. Bin ja sonst nicht so der Typ dafür. Aber irgendwie habe ich hier doch irgendwie Bock drauf. So, der Händler. Wir haben ein bisschen Plastik. Come visit us at Peterwitz Watching Clock Shop. We have the finest tech in all Novalis. Kybernetischer Arm. Wer könnte so etwas Teures weggeworfen haben? N-Magazin. Es ist eine Untergrundzeitschrift, wie man seinen ID-Chip vor Corpsec versteckt. Die 10 besten illegalen Raves der Stadt. Super. Ich weiß bei dem Zeug echt nicht, was wir damit sollen, muss ich sagen. Da bin ich echt überfragt. Thanks, Mr. Witz. As the MP3 said to the wave, adios. Ach, ernsthaft?
hier. Da. Ja, da fehlen jetzt nur noch 8. 12 haben wir schon. Easy. Und nochmal Kühlmittel, das ist gut. Dann können wir vielleicht nochmal einen Aufzug reparieren. Gut, aber hier ist dann jetzt auch Feierabend. Das heißt, wir müssen jetzt wahrscheinlich den Weg wieder zurücklatschen. Vielleicht kommen wir auch hier noch nach oben. Hier soll irgendwo ein Fahrstuhl sein. Oder auch nicht. Sind wir schon bei 2000 Münzen. Aber ich weiß echt nicht, was man mit dem ganzen Kram soll, den man hier kaufen kann. So, hier können wir jetzt vielleicht einmal ein bisschen abkürzen. Wo uns die Plattform hinbringt. Hier hin. Das sieht gut aus. Da vorne ist ein Parkplatz, das könnte unserer sein. Sehr schön. Dann fliegen jetzt ja auch nicht mehr so viel davon. Und wir können den Androiden jetzt wegbringen zu Evelyn Haynes. So, müssen wir gucken, dass wir jetzt hier irgendwie wieder eine Straße finden. Ich finde auch schön, dass die Hubs hier verschiedene Parkplätze haben. Dass man da nicht so festgelegt ist. Bisschen Offenheit ist da schon noch mit drin. Ja, hier sind wir doch wieder auf dem Highway. Perfekt. Ja. Bisschen nach unten. So, bin ich jetzt vorbeigeflogen? Ich bin vorbeigeflogen. Evelyn Haynes, da sind wir doch schon. Oh, da sind noch mal Lochkarten. Sagen, wir suchen jetzt hier erstmal den Parkplatz. Hm, was hat der? Kann man denn da parken? Da kann man parken. Links. Den da am besten. Da halt. Der ist doch ganz schön fix, der Hover. So, Parkplatz muss hier oben sein. Genauso wie der Fußweg. So. Da sind wir schon. Da, ich meine, ich. Ja, komm. Wir parken ganz hinten. Dann freue ich mich wieder, wenn ich wieder da hinten den ganzen Weg zurücklatschen darf. Träumchen. So. Und dann würde ich aber sagen, liefern wir das Paket dann in der nächsten Folge ab. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.